Ich kann keinen Befehl geben, ohne ein Ziel ausgewählt zu haben. Ich muss ein Ziel auswählen, bevor ich einen Befehl gebe. Glaubst du, es geht hier gut? Wer? Harley? Ja. Wenn Sie mich hier sehen, riskieren Sie nicht, das Tor zu öffnen. Hey, Batman! Wo ist denn dein kleiner Freund? Hatten die zwei Streit? Boah, ist der etwa wütend davongeflattert? Harley hatte recht, dass er auftauchen wird. Ein Glück haben wir das Tor. Also, wir haben sie in Einen Moment dachte ich, er würde durch die Gitterstäbe hindurchboxen. Kann er das? Öffnet das Tor, jetzt! Kein Problem. Erst will sie, dass das Tor zu ist, und jetzt sollen wir es öffnen. Die ist doch plemplem. Und darum, Dummkopf, wirst du nicht fürs Denken bezahlt. Das ist ein Trick der Fledermaus. Zeig dich, B-Man, wenn du dich traust! Oh, seht mal, wer da ist. Batmans kleiner Helfer. Anscheinend hat er dich allein gelassen. Nee, der dachte, ich pack dich im Alleingang. Er nimmt dich nicht besonders ernst. Ich auch nicht. Er legt's drauf an. Hältst dich wohl für witzig, hä? Öffne das Tor. Dieses Mal wirklich. Falls du vorhast, ihn wieder einzusperren, denk lieber noch mal drüber nach. Er hat den Joker in sich. Sie alle. Das heißt, dass sie mir gehören. Ich hol sie mir. Es wäre höchst unverantwortlich, wenn ich das zulassen würde. Batman hat mir schon einmal Mr. J genommen. Nochmal lasse ich das nicht zu. Hörst du, Batman? Ich weiß, dass du da bist. Yeah. Wo bist du, Batfreak? Was ist los? Angst, dich zu stellen? Wie wäre das? Nur ein Zittern am Abzug. Niemand legt seine Hände an die Boss-Lady. Stopp!
Bin beeindruckt. Was soll ich sagen? Ich bin unwiderstehlich. Wir müssen zu den Zellen zurück. Du nimmst Brown, ich Quinn. Oh, damit kommst du nicht davon! Wohin du sie auch bringst, ich hole meine Joker wieder raus! Du hältst mich nicht von Mr. J fern! Glaub nicht, dass du gewonnen hast, Batman! Robin, die Zelle. Nein, nein, nein! Nicht bewegen, Robin. Sie haben sie getötet, nicht wahr, Henry? Oh, Bats, du bist so naiv. Suchst immer das Gute in den Menschen. Besonders, wenn sie böse sind. Hä? Schatz! Ich bin zu Hause! Aktiviere Auspuffprotokoll. Jetzt dürfte klar sein, wer das Sicherheitssystem manipuliert hat. Nun, wenn du jetzt so freundlich wärst, geh rüber zu deinem Freund. Fahr zur Hölle. Sofort. Guter Zug, Henry. Und du, Bats? Die Evolution ist schon komisch. Egal, wie viele Hindernisse sich ihnen in den Weg stellen, die Stärksten überleben immer. Aber, weißt du, was man noch über die Evolution sagt? Sogar Amöben sind dazu in der Lage. Was hast du vor? Ich säubere den Genpool. Selbst ich weiß gerade nicht, für wen ich bin. Leopold, es war aufschlussreich. Hab's mir überlegt. Töte, töte, töte ihn! Das kam unerwartet. Du wirst einfach spektakulär. Nein, nein, nein! Nicht dabei! Deine Augen. Du bist der letzte Joker.
andere Zelle ist deine. Ich muss Scarecrow aufhalten. Danach sperre ich mich selbst ein. Und wenn du scheiterst, dann werde ich dich nicht aufhalten können. Nein, 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 das wirst du nicht tun! Du musst in die Zelle. Es ist die einzig verbleibende Wahl. Argumente eines Miesepeters-Bats. Und du weißt das. Los, du musst es tun. Du bist der Boss. Du musst dir von ihm nichts sagen lassen. Los, du musst es tun. Tut mir leid, Bruce, aber es geht nur so. Ich weiß, Tim. Ich halte Scarecrow auf. Master Bruce, Ihrem Standort nähern sich zahlreiche Milizen. Es ist der Arkham Knight. Er hat sie gefunden. Ich kümmere mich darum, Alfred. Sind Sie sicher? Es sind ganz schön viele. Ich sagte, ich erledige das. Du schaffst das. Natürlich. Du hast mich ausgebildet. Sicherheitsabriegelung eingeleitet. Keine Sorge wegen Robin, Betsy. Ich bin sicher, dass er nicht stirbt. Naja, ziemlich sicher zumindest. Hey, ich hab die Geschichte von Jason Todd nie zu Ende erzählt, oder? Hast du dem netten Onkel etwas zu sagen, Jason? Mein Name ist Jason Todd. Wen hast du? Batman. Ausgezeichnet! Natürlich tust du das. Hast du das gehört, Bats? Der Bursche gehört nicht mehr dir. Er ist mein. Mein, mein, mein. Ich kann alles mit ihm tun. Hey, ich hab nie gefragt, was ist das große Geheimnis? Wer ist die Fledermaus? Sein Name, sag ihn mir. Natürlich, Sir. Es ist... Fetzen mochte ich noch nie. Deswegen arbeite ich lieber allein. Niemand, der einem die Pointe versaut. Solltest du auch mal probieren. Du siehst ja... Was passiert, wenn man Freunde mit in unser kleines, verrücktes Spiel reinzieht? Es wird schon versprochen. Ich stelle das Gegenmittel her.